Ja, hallo liebe Löwe-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Franz von Löwe-Ecke. Ja, jetzt kommt das nächste Video mit Klemmerstein. Nach meinem Kart kommt jetzt der Formel 1 Renner, der Formel 1 Wagen. Auch wieder von der Firma Winterbrix. Das Modell hat die Nummer 1436 und das Kart hat die Nummer 1434 gehabt. Das Modell hat 1649 Teile und soll ab 6 Jahre sein. Eher bauen würde ich mal sagen, eher nicht. Aber fahren ganz bestimmt, das können 6-jährige Jungs und Mädchen ganz bestimmt. Nämlich hier mit dem Kart, mein jüngster Enkel ist auch keine 6, aber der fährt mit dem Ding durch die Bude, das kann man sich gar nicht vorstellen. Okay, das Modell hat Fernbedienung, klar, dann mit Motoren, Frequenz 2,4 GHz. Hat eine Akkubox drin, also die man wieder aufladen kann. Fernbedienung, ein Ladekabel, zwei XL-Motoren, ein Servomotor und ein M-Motor. Wofür der genau ist, weiß ich jetzt noch nicht. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Das Modell ist in 1:8. Und ja, das ist ein Formel 1 Renner, ist angelehnt wahrscheinlich an Ferrari, weil es ja ein roter Renner ist. Offiziell mit Ferrari Aufkleber, sonst ist nichts drauf. Man hat jetzt das Modell, aus welchem Jahr das stammen soll, weiß ich jetzt nicht. Man hat aber hier vorne schon den Sicherheitsbügel drauf, also das Halo. Ja, und die Reifen jetzt, es sind jetzt keine Slicks, es sind jetzt Rillenreifen. Also Slicks würden vielleicht ticken schöner wird, aber so sieht es schon mal gut aus. Und ist jetzt hier vorne auch eine Nummer 5 drauf. Ich glaube, die Nummer 5 hat in den Anfangsjahren bei Ferrari der Michael Schumacher gehabt. Aber glaube, ja, im ersten paar Jahren hat er, glaube ich, die 5 gehabt, bevor er dann Weltmeister geworden ist. Okay, dann zum Karton, was jetzt noch drauf ist. Ja, hier an der Seite hat man eine Teileübersicht. Dann, klar, die Rückseite, mal von oben, mal von der Seite. Also, dass das Modell ferngesteuert ist, dass es fährt, hier die Akkubox nochmal ein und dass es verschiedene Funktionen hat, mit der Federung, Lenkung und so weiter all. Und wahrscheinlich auch im Getriebe, weiß ich das noch nicht so ganz, aber ja, okay. Und dass wir hier die Haube aufmachen können, beziehungsweise Motorhaube aufmachen kann, damit man an die Akkubox rankommt, damit man so laden kann. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Und das Modell wird eine Größe haben in der Höhe von 14 cm, in der Breite von 24,5 und in der Länge 59 cm. Okay, gut, was ich jetzt mit dem Video vorhabe, ich würde die Kamera nach oben setzen. Es wird kein Zeitraffer-Video geben, ich würde das Modell jetzt mal auspacken, euch mal so das zeigen, wie es verpackt ist. Und dann würde ich das Modell bauen, euch aber so Zwischenschritte mal kurz zeigen. Ich glaube, das ist mal so am interessantesten, weil es ja ein Technikmodell ist. Da kann man so vielleicht von der Aufhängung, von dem Motorsystem, wie das alles ein bisschen so, kann man vielleicht mehr sehen, wie das Modell dann ganz fertig ist. Okay, ich baue die Kamera jetzt um und packe das Modell aus und dann geht's los. Ja, ich habe soweit alles ausgepackt. Und in dem Karton war nochmal so ein kleiner Umkarton, sag ich es mal, wo jetzt alles nochmal drin lag. Und ich habe jetzt dann drin gehabt, die Anleitung, zwei dünnere Hefte, nochmal eine Anleitung für die Fernbedienung und ein Bogen Aufkleber. Und ich würde die Aufkleber aber anbringen. Dabei waren jetzt noch, ich muss ein bisschen vorstellen, damit das nicht so widerlich knistert bei euch, 6 solcher große Tüten mit nochmal innenliegenden Tüten, ja, mit den Bauteilen. Dann habe ich hier die Reifen, breitere und ein bisschen schmälere, wie gesagt mit den Rillen, die hier drauf sind. Also leider nicht ganz originalgetreu. Dann habe ich hier noch zwei Einzelfelgen. Zwei Felgen sind irgendwo noch in der Tüte drin. Aber die zeige ich euch dann später oder seht ihr dann später. Ich will jetzt hier zu viel nicht mit den ganzen Tüten rumknistern. Das, ja, das ist dann immer ein widerliches Geräusch. Dann habe ich noch zwei kleinere Tüten mit den Pins, mit den Stiften, schwarze und blaue. Das sind, ja, genau.
Dann habe ich nochmal so eine gemischte kleine Tüte mit verschiedenen Stiften und Pins. Dann habe ich hier die Fernbedienung, die kann ich schon rausholen, die habe ich schon mal ausgepackt gehabt, so sieht die Fernbedienung aus. Dabei ist dann ein Ladekabel ohne Ladeteil oder Ladestecker. Dann hier ist die Akkubox, die ist auch verschlossen, die werde ich auch später mal auspacken. Dann habe ich hier ein Motor, das müsste der kleine L-Motor sein, oder der kleinere L-Motor. Ja, ein L-Motor muss das sein. Was, das sage ich euch später, wenn ich am Bauen bin. Dann habe ich hier, das ist auf jeden Fall der Servomotor. Ja. Und dann habe ich hier noch zwei große XL-Motoren. Okay, ich bereite das jetzt mal vor. Also dann zeige ich euch kurz noch die Anleitung, bevor ich vorbereite jetzt. So sieht das dann da drin aus. Hier ist dann nochmal eine kleine Anleitung, dass man die Fernbedienung mit der Akkubox verbinden soll. Aber das würde ich wahrscheinlich zum Schluss machen oder sowas dann. Diesmal hat man auch in der Anleitung habe ich hier eine Bauschrittunterteilung. Also erste, zweite, große Tüte nehmen und das, was man braucht an den Pins. So sieht dann die Anleitung aus. Hier mit den Motoren fängt das an. Und man kann alles man kann alles gut erkennen, finde ich. Okay, genau. Dann bereite ich das mal alles vor und dann fange ich mit dem Bau an. Ich habe mir jetzt die ersten zwei großen Tüten habe ich jetzt ausgepackt. Und zwar jetzt liegt hier Tüte 1. In jeder großen Tüte waren vier kleinere Tüten drin und mit verschiedenen Bauteilen. Die habe ich schon hier jeweils einen Haufen dann zurechtgelegt. Ich blende euch am besten mal ein Foto dazu ein. So, wie gesagt, Tüte 1, Tüte 2, meine Motoren. Hinten habe ich hier die drei Schädchen gehabt mit den ganzen Stifte und sowas alles, die Verbinder, die ich quasi brauche. Hier ist noch ein Schädchen von der großen Tüte 2 und hier sind meine Motoren, zwei XL-Motoren und das ist ein M-Motor. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich am Anfang mal vom L-Motor gesprochen habe, da ist Quatsch, da ist noch ein weiterer Motor, das ist ein Servomotor. Okay, ich fange jetzt mal an zu bauen. Ich wünsche euch viel Spaß dann, was ihr jetzt zu sehen bekommt. Wie gesagt, ich würde dann so Zwischenschritte schon mal einblenden, wo es interessant wird, wo ich euch ein paar Details zeigen kann. Und natürlich zum Schluss, es wird noch, wenn das Modell fertig ist, wird das Modell natürlich auch in Aktion sehen. Ich habe jetzt die zwei Motoren, die zwei XL-Motoren schon verbaut. Hier unten sind die. So sieht es mit aus. Hier sind dann die Zahnräder verbunden. Hier an der Seite hängt dann ist der L-Motor. Und der ist wirklich dafür da, für quasi die, hier kommt der Motor hin, die Motorhaube quasi, die Haube dann später zu öffnen. Das wird mit dem Motor quasi dann geöffnet. Bin ich auch schon ziemlich überrascht. Als nächster Schritt, ich bin jetzt bei Bauphase oder Bauschritt 23. 27 sind es jetzt hier mit den Teilen, die jetzt hier noch liegen. Und als nächstes kommt quasi die hintere Radaufhängung, wie ich das so sehe. Ja, genau, mit dem Differential, was in der Mitte ist. Okay, das Bauschritt zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das hintere Teil, quasi die ganze Radaufhängung mit dem Heckflügel ist alles fertig, so sieht das Moment aus. Hier sind auch zwei Federn drin. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt so zeigen. Das ist auch so relativ stramm. Funktioniert. So sieht das dann aus. So, und jetzt soll als nächster Schritt quasi das ganze Motor, der ganze Motor mit dem, mit der hinteren Radaufhängung, ich sag mal hintere Radaufhängung, dann verbunden werden. Hier dann die Achse. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich jetzt so alles zusammenkriege. Das dann direkt so auf Anhieb auch funktioniert. Das will ich euch jetzt so zeigen. Also jetzt klemmt ein bisschen. Ich muss auch hier. So, hier hinten funktioniert. Einmal. Ah, jetzt ist. Ich muss gleichzeitig hier die
die Antriebswelle direkt auch noch da reinkriegen. Ist jetzt gerade ein bisschen anders gedreht. Ah, da kann man so drehen, ja. Okay. Jetzt flummelt, wenn man ein bisschen mal nachdenkt. So, dann ist das jetzt eine Einheit. Jetzt muss man auch was zusammenstecken, glaube ich. Das. Den, nein. Da sind ein paar rote Eier. Einmal. Manchmal ist er ein bisschen hakelig, aber es funktioniert so. Zack, ist auch drin. Okay. Damit ist das jetzt fest verbunden. So sieht das jetzt im Moment aus. Und jetzt muss ich noch als letzter Schritt von dem Beutel 1 und 2 noch Teile hier von hinterem Boden, noch Unterboden quasi machen. Das mache ich noch. Und dann zeige ich euch dann gleich das fertige Ergebnis von Bauphase 1 und 2. Oder Beutel 1 und 2. So, wie jetzt versprochen, jetzt die Seitenteile sind jetzt auch dran. Das ist wahrscheinlich von Unterboden oder so. Da kommen ja noch Verkleidungen drauf. So sieht das dann jetzt von unten aus. Mit der Farbe, das hält sich alles in Grenzen. Eins war ein bisschen, ja, die ganzen blauen Pins. Aber das macht der andere Hersteller leider auch. Deswegen. Und die haben sich dann wahrscheinlich von jemandem abgeguckt. Deswegen, aber ist so, gefällt mir bis jetzt gut. Hier sind also, wie gesagt, zwei Motoren. Hier ist der eine Motor dafür später für die Haube zu öffnen. Genau, so sieht das dann aus. Die Radaufhängung, alles hier. Ja, genau, so sieht das dann aus. Okay. Dann mache ich dann weiter mit, dann kommt dann Bauphase 3 und 4 als nächstes. Das ist dann quasi hier vorne dann, ja, das, ja, nicht Cockpit, aber der Frontflügel ist das quasi, was ich sehe. Und mit der vorderen Radaufhängung. Und ja, Teile vom Motor, genau, die Akkubox kommt dann hier vorne rein. Aber das werden wir dann sehen. Von der Bauphase 3 und 4 oder Baustück 3 und 4 von den Tüten her habe ich jetzt erst den Motor quasi gebaut. Der Sechszylindermotor und die Korben bewegen sich dann und der wird jetzt dann quasi jetzt, hier unten ist auch ein Zahnrad, also der läuft dann mit, wenn der Motor läuft und der wird jetzt dann hier so drauf gesetzt. Ne. Ist das so richtig? Ja. Doch der hintere. Einmal, zweimal. So. Zahnrad ist jetzt auch drauf. Okay, dann mache ich schon mal weiter. So sieht das jetzt im Moment aus. An dem Motor sind auch, so, auch noch ein paar Technik-Elemente dran gekommen. Zur Versteifung, wahrscheinlich auch dann später für das Chassis. Und hier vorne habe ich jetzt auch noch verschiedene Teile angebracht. Ich vermute mal, hier kommt der Akku rein und nach vorne, was ich jetzt auch als nächstes bauen werde, ist jetzt ja, die vordere Radaufhängung mit dem ganzen Motor für die Lenkung. Das würde ich jetzt als nächstes bauen und dann wird das als ein Element dann vorne angefügt. Ich bin jetzt hier vorne mit der Lenkung dran. Ich habe jetzt hier den Servomotor schon montiert und das ist hier quasi so ein Gestell. Hier ist dann die Achse, hier ist dann das Zahnrad. Jetzt kommt das, dieses Element drauf, das ist so ein Teil mit einer Zahnleiste dran und die sind einfach hier nur so die Pins eingesteckt und da kommen später die Achsen für die Lenkung dran, die dann rechts, links zu den Rädern rankommen. Jetzt muss ich das hier mittig drauflegen und dann hier mit so ein kleines T-Stück, wie die Teile jetzt genau, weiß ich nicht, ich kenne die Namen alle nicht. Ich weiß jetzt nur, wie die so zusammengefügt werden. So, das wollte ich mal so zwischendurch gezeigt haben. Und jetzt liegt das jetzt hier drin und später, wenn der Motor dann rechts, links schaltet, dann geht dann die Lenkung quasi mit. So sieht das jetzt mal von oben aus. Und hier habe ich auch noch mal die Skizze drauf und dann sieht das jetzt genauso aus. Okay, dann baue ich mal weiter. So, die Vorderachse sieht jetzt so aus. Oh ja, Teil der Vorderachse. Hier mit der ganzen Motor zum letzten Schnitt, den ich gemacht habe. Ich habe einen ganzen Rahmen jetzt quasi schon rumgemacht. Hier ist das Zahnrad mit dem Zahnelement. Ich habe die eine Seite jetzt auch schon die Radaufhängung fast fertig. Hier fehlen noch ein paar Teile. Und die Seite ist noch nicht fertig. Und wie ihr seht, habe ich hier zwei Bremsscheiben liegen. Eine ist kaputt.
die war so in einem Lieferumfang drin. Und ja, so konnte ich ja natürlich schon nicht weiterbauen. Ich habe die dann reklamiert. Das ist quasi jetzt der letzte Schnitt, den ich jetzt gemacht habe. Ist das jetzt 4 Wochen her, wo ich jetzt das Video jetzt weiterführe. Und ich habe von Bluebricks anstandslos das neue Teil bekommen. Hat etwas über 4 Wochen gedauert. Ja, und jetzt kann ich dann weiterbauen. Aber so war bis jetzt eigentlich keine Probleme. Zu dem Teil, da will ich noch zum Schluss am Video, ja, möchte noch darauf eingehen. Und ich würde mir jetzt die ganzen Teile wieder auspacken, die ich dann hier weggepackt hatte, wie ich dann weitermachen kann. Okay, dann geht es jetzt weiter und dann will ich euch wieder, wie gehabt, ein paar Zwischenschritte immer zeigen und was dazu sagen. So, die Radaufhängungen sehen jetzt so aus. Das war das Teil zusammen machen, noch die Streben dran, die quasi die Aufhängung hier noch angebracht. Und wie das jetzt so aussieht, das Teil ist quasi Fertigstellung, das erste Heft. Und was jetzt noch quasi kommt, ich habe das hier vorgeblättert, quasi die ganze Verkleidung von der Nase mit dem Frontflügel kommt jetzt hier noch. So kann man es ja noch sehen, genau. Das werde ich jetzt noch weiter bauen und vielleicht werde ich euch nochmal dann hier so ein, zwei Schritte nochmal zwischendurch zeigen. Ich habe jetzt hier weitere Technikteile quasi angefügt, hier vorne das, verschieden mit Stiften und sowas alles, sieht es jetzt aus. Und ich habe jetzt hier oben auch dann 2 Federn angebracht, noch verschiedene auch, ja, Technikteile. Und jetzt habe ich auch hier die obere Abdeckung quasi von der Nase schon gebaut. Die ist leicht geknickt, das kann man hier bewegen. Und bevor ich das Teil jetzt hier oben drauf befestige, wollte ich euch quasi nur das nochmal zeigen, wie die Radaufhängung hier so funktioniert, wie mit den Federn. Und dann kann man das gut sehen, dann dieser Arm quasi bewegt das hier den Winkel und dann geht das hier zur Feder. Und das ist ja schade, weil irgendwo, wenn dann jetzt die Abdeckung drauf ist, dass man es quasi dann nicht mehr sehen kann. So, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, das kann ich euch hier zeigen, was ich jetzt machen muss. Ich muss gerade mal gucken, wo ich was jetzt hinsetze. Das ist der Stift, der kommt dann quasi hier in die Mitte rein. Genau. Na, klar, das verkantet immer so ein bisschen, aber immer mit der Ruhe. Und dann fluppt das irgendwann hoffentlich rein. Genau, so. Wunderbar, so, jetzt ist das drauf. Das kommt hier vorne. Das wird dann vorne irgendwie verbunden, das geht dann so weiter. So sieht jetzt mal die vordere Radaufhängung mit dem Teil quasi, ja, der Abdeckung schon aus. So, der eigentliche Frontflügel ist jetzt vorne auch fertig, so sieht er jetzt aus. Was mir nur beim Bau jetzt aufgefallen ist, ist nichts Dramatisches jetzt. Mit der Aufkleberbezeichnung, die werden als 5 und 7 bezeichnet. Und die sind zum Aufkleben sind die falsch rum bezeichnet. Ich glaube, der ist 5, ist aber als 5 bezeichnet, ist aber die Aufkleber 7. Die sind quasi vertauscht, aber das merkt man, wenn man sie aufbringen will. Das ist ja kein weiteres Drama. So, weil ich jetzt, ich bin quasi am Schluss jetzt von den ganzen, nicht von den ganzen Tüten, aber von dem Chassis jetzt hier, die Bauteile, die ich jetzt hier hatte. Und jetzt kommen quasi die ganzen Hochzeiten, oder ich füge das jetzt alles zusammen. Und dann fangen wir jetzt mal an. Als erstes kommt hier der Frontflügel dran. So, dann muss ich das Teil rumdrehen und dann kommen hier noch die Technikteile dann dran, als zusätzliche Verbindung. So, so sieht das jetzt schon mal vorne aus. Also das vordere Teil wird jetzt hier mit dem hinteren Teil jetzt quasi verbunden. Jetzt muss man mal gucken, wo geht das Kabel, geht hier irgendwie durch. Ja, hier vorne durch. So. Mal gucken, wie wird das jetzt am besten zusammengesteckt. Genau. Mal gucken.
auf Anhieb auch alles schaffen. Da habe ich ja irgendwo einen Fehler drin. Moment. Mal gucken. Dann kommt es nochmal drauf. Der war richtig. Ach, da unten klemmt sich das. Moment. So, jetzt. So, einmal so. Verbunden, Kabel durch. Jetzt kommen wir für noch zwei Winkelstücke und noch die Stangen. Die Stangen, die kommen hier oben rein. So, ein bisschen drehen, jetzt auch reinpassen. So. Und die Teile kommen quasi hier von der Seite. Ist das richtig so? Ja. So, zweimal. Ja, okay, da fehlen noch ein paar Teile. Und jetzt kommt auch schon das Lenkrad kommt dran. Da brauchst du so einen blauen Pin. Der wird dann hier reingesteckt. Und das Lenkrad kommt hier in der Mitte rein. Manchmal will das nicht so. Es geht natürlich rein, ich habe da gerade einen kleinen Grat drin gehabt. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. So. Jetzt hat es gefluppt, Lenkrad dran. So sieht das jetzt aus. Und ich zeig mal das ganze Teil, jetzt quasi ohne die ganze Verkleidung. Das ist doch schon ganz groß geworden. Ein bisschen so die Kamera ein bisschen größer machen. So. Was kommt als nächstes? Ich glaube, als nächstes kommt ein Funktionstest. Genau. Ich muss jetzt hier die Akkubox reinsetzen und die ganzen Kabel anschließen. Und dann muss ich einen Funktionstest machen. Und das würde ich euch dann zeigen. So. Motor ist jetzt, der Akku ist drin. Die Klemmen sind auch drauf, wie die Farbe angegeben ist. Die steht jetzt auch nur lose drin. Die Kabel muss ich mal gucken, wie ich jetzt später noch verlege. Da kommt das ganze Gehäuse ja noch drum. Das ganze Chassis, deswegen ist im Moment egal. Also als erstes muss die Fernbedienung und die Akkubox gekoppelt werden. Beide leuchten grün. Und dann habe ich jetzt einmal hier die Geschwindigkeit vor und zurück. Mit Mode kann ich das nochmal ein bisschen also langsamer machen. Na? Okay. Das geht wieder schnell. Dann habe ich schon hier die Lenkung. Und zum guten Schluss habe ich hier den Motor noch oder das Gestänge hier mit der Motorhaube, die dann aufgehen soll. Also von daher funktioniert alles. Und dann bereite ich jetzt quasi die letzten Tüten vor. Das sind ja 5 und 6. Ja, und dann, das sind ja die großen Tüten. Oh, schön, nicht so viel knistern. Und dann hoffe ich, dass der ganze Bau auch fertig wird. Ja, ich bin fleißig am Bauen. Und jetzt habe ich noch verschiedene noch Technikteile angebracht. Hier an den Seiten soweit alles. Hier soweit. Es sind auch jetzt hier blaue Stifte, Pins reingekommen. Das quasi auch hier vorne vor allem, damit das jetzt schon verstärkt ist. Das ist jetzt quasi fest, das biegt sich nicht mehr durch, so sieht das jetzt von der Seite aus. Und weswegen ich jetzt gerade hier den Schnitt mache, jetzt kommt hier quasi an der Seite so eine Seitenverkleidung dran. Mit verschiedenen Bauteilen, hier so Stiftchen, blaue Pins, schwarze Pins und so was alles. Und die werden jetzt quasi hier an der Seite hier reingesteckt, so, und dann hier reingeklappt. Und dann soweit festgemacht und das geht jetzt hier teilweise schon hier vorne so weiter, ja, bis dann quasi die Motorabdeckung kommt. Aber den kleinen Zwischenschritt mit der seht hier, aha, die Teile werden jetzt hier verdeckt, vor allem jetzt hier, wo der Motor ist mit den Zahnrädern. Das wollte ich nur gezeigt haben. Okay, dann baue ich zwar weiter. Ich bin jetzt wieder ein Schrittchen weiter.
Und zwar hier mit der Seitenverkleidung und teilweise auch schon Motorverkleidung. So sieht das jetzt im Moment aus. Ich finde, das wird ein sehr schönes Modell. Gefällt mir bis jetzt gut. Lässt sich auch gut bauen. Ich habe groß kein Problem. Hier mal da mal klemmt es mal ein bisschen, aber es funktioniert alles. Und so bin ich auch zufrieden. Auch die Bauart ist alles schön und gut. Läuft im Moment. Was ich jetzt weitermache, ist jetzt hier in dem Bereich, kommen jetzt auch wieder weitere Technikteile dran. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich weitergebaut habe. So, der Bau schreitet voran. Ich habe jetzt quasi hier oben schon das Helo-System gebaut. Und dann hier an der Seite die Bauteile, hier die ganz. Ups, Entschuldigung, nochmal von vorne. Ich habe jetzt hier an der Seite das Helo-System schon mal gebaut. Das ist so ein flexibler Schlauch, der ist dann da reingesteckt. Und hier vorne quasi die ganzen Einlass, die Flügel, die dann dargestellt worden ist, auch hier mit einem flexiblen Schlauch. Gefällt mir sehr gut. Die Bauweise ist auch gut. Es klappt auch soweit alles. Ist alles okay. So sieht es jetzt nochmal bis jetzt aus. So hinten. Er wächst und gedeiht. Ich finde das sehr schön. Was ich jetzt noch mache, ist quasi, ups, der Schlauch ein bisschen. Jetzt kommt die Motorabdeckung, quasi die Motorhaube und die Räder sind dran und dann ist das Modell auch schon fast so gut wie fertig. Ja, ist auch dann fertig. Hier liegen noch ein paar Teile, die ich noch verbauen muss. So viele sind es jetzt nicht mehr. So, auf geht's zum Endspurt. So, ich habe jetzt den mittleren Teil der Haube jetzt gebaut. Das ist ja quasi hier, ups, ich muss andersrum, so mit einem Kamerasystem hier oben drauf. So sieht das jetzt im Moment aus. Hier an der Seite kommen später noch Verkleidungen dran. Was als nächster Schritt jetzt anliegt, ist quasi die nächste Hochzeit. Quasi das mittlere Teil wird hier mit dem Chassis verbunden. Man sollte vorher quasi die Stange komplett rausdrehen, das habe ich gemacht. Und jetzt kommen dann zwei so Stifte rein. Und zwar erstmal hinten. So, einmal. Und dann jetzt hier. Das ist hier auch noch verbunden. Ein bisschen wackelig, aber da kommen ja noch ein paar Teile dran. Ich schiebe das jetzt mal hoch. So sieht das dann jetzt im Moment aus. So, muss ich jetzt als nächstes Schritt noch irgendwas. Wird es nicht getestet? Nein, aber das hat ja funktioniert, hat sich ja gedreht vorhin. Und jetzt mache ich auch hier die restlichen Teile dran und dann zeige ich euch dann gleich das Endergebnis. Und die Räder kommen natürlich auch noch dran. Das eine Seitenteil habe ich dran, ich habe das nächste gebaut, so sieht es dann jetzt aus. Den ganzen Verbindungsteilen, Technikteilen. Das wird dann hier so drauf gesteckt. Ist ganz einfach, funktioniert auch. Dann kommt hier nochmal so eine Strebe, die verbindet quasi die zwei Seitenteile hier unten nochmal. Ups, da muss ich jetzt mal gucken, ich muss da nochmal ein bisschen so dran komme. Na. Von einer Seite festklumpf. Jetzt hat das ganz weg. Einmal. Jetzt. Das ist aber nicht richtig. Da geht er schon rein. Da. Klar, wenn man es zeigen will, er ist immer widerspenstig. So. Okay, haben wir das gemacht. So, jetzt kommen zum Schluss noch die Räder dran. Ich habe die auch schon so draufgezogen auf die Felgen. Einfach draufdrücken, mit denen eine Kerbe reinspringt und das ist relativ einfach. Was ich nur gemacht habe auf den Reifen, ist noch so eine Beschriftung, so eine Nummer drauf. Die habe ich jetzt nach innen getan, weil mir das so eigentlich so besser gefällt. Außen ist das dann glatt. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ja, die Reifen passen nicht ganz. Mit den Rillen behöchst du vielleicht auch ja gesagt. Weiß jemand, gab aber außen mit der Verkerbung hier. Schlopper, Slicks,
hätten im Auto besser ausgesehen. Aber ist es jetzt mal. So, tun die jetzt mal draufstecke. Ich hoffe, das klappt jetzt mal auf Anhieb. Dass ich die Löcher finde. Na, da gehen wir mal ein Bild rein. Natürlich die drei Pins jetzt direkt Auto so optimal zu treffen. Aber einmal. Nehmen wir mal hinten das Rig auf. Ah ja, da hat es direkt geklappt. Na, ich hol schon aus der Kamera raus. So. Ja, dann geht's einfach. Ich weiß nicht, was vorne eben so hakelig war. Vorne, weil das so frei ist, dreht sich die Achse immer ein bisschen weg. Und dann flutscht das nicht direkt so rein. Hinten ist die Achse halt nicht fest. Durch den Motor. Na komm, geh drauf. Zieh dich nicht so. Gut, zieh jetzt drauf. Ich will nicht zu viel Gewalt. Nachher bricht mir irgendwas ab. Das will ich ja nicht. Ja, der geht auch. Wunderbar. Ja, damit ist das Modell fertig. Ich glaube auf jeden Fall. War doch jetzt hier. Die vier Räder drauf, war sonst irgendwas. Genau. Und dann alles einstellen, aber dafür baue ich jetzt die Kamera um und sage noch was dazu. Vor allem zu dem Thema die eine Felge mit dem Teil nachbestellt und sowas alles. Okay, ich baue um, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das gute Stück ist fertig, wie ihr jetzt schon gesehen habt. Und dann zeige ich mal einmal aus der Nähe. So, wie ich ihn jetzt auch drauf gehe, so ein großes Modell. In der Mitte, wo der Sitz sein sollte, ist jetzt die Akkubox. Und viele, wie man erkennen kann, ist leider, was ein kleiner Schönheitsfehler ist, sehr viele blaue Pins verbaut. Das ist leider heutzutage anscheinend so, dass man das so macht. Das machen ja viele Hersteller so. Auch die großen, oder der große namhafte. So sieht das dann so aus. Ich muss die gerade mal kurz umpacken, wie ich von unten noch mal zeigen kann. So sieht er dann aus. Die Motoren, auch hier hinten die Federn, die man noch sieht. Sieht man vorne, denn vorne sieht man echt so gut wie gar nichts. Nein. Was ich auch, sehe ich jetzt gerade, da muss ich mal kurz aufstehen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das habe ich gar nicht im Video so gezeigt. Hier ist das Differential verbaut, unten drin. Das habe ich leider versäumt gehabt. Das ist mir jetzt ein bisschen eben aufgefallen. Aber soweit ist dann. Hier sind die zwei dicken Motoren. Hier sind die Federn von hinten. Und die anderen Federn sind ja hinten verdeckt. Aber die habe ich ja auch gezeigt gehabt. So, dann schauen wir es mal wieder richtig hin. Ja, ich hatte auch ein kleines Problem gehabt. Der eigentliche Bau hat eigentlich gut geklappt, soweit alles. Ich hatte aber leider nur ein kaputtes Teil, ein Fehlteil dabei. Das ist vorne der Bremsscheibe. Ich habe zwar auch ein paar Klemmbausteine noch übrig, Technikteile, aber sowas Spezielles habe ich natürlich nicht da gehabt. Ich habe das Teil bei Bluebricks reklamiert, da wo ich das Modell auch gekauft habe. Und die haben mir dann anstandslos das Teil dann nachgeschickt über Winnerbricks. Das hat leider nur 4 Wochen gedauert. Aber jetzt ist ja alles gut. Es hat alles funktioniert. Ich habe es Teil bekommen. Und dann ist nur in dem Moment, wo man so baut, ist es natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man dann so ein Teil dazwischen hat. Okay, da kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Modell. So fangen wir am besten mit der Federung mal an. Das ist jetzt vorne. Das ist ein kleiner kurzer Federweg, wie es eigentlich beim Formel 1 Wagen oder vom, ja, Formel 1 Wagen sich so gehört. Das ist hinten. Hinten hat er jetzt ein bisschen mehr Spiel, aber ich finde das noch in Ordnung für so einen Wagen. Hätte vielleicht ein bisschen knapper sein können, aber es ist gut. Man ist ja froh, wenn man so Federn alles dabei hat, wie das noch alles da dargestellt wird, konstruiert ist. Alles gut soweit. So, da haben wir das. Genau.
Dann zeige ich euch jetzt mal die Funktionen, die der Wagen hat. Ich fange am besten jetzt hier mit der Motorhaube mal auf, wo ich gesagt habe, die kann man ja aufmachen. Habt ihr ja im Bau schon gesehen. Dazu schalte ich den Akku und die Fernbedienung an. Beide leuchten jetzt über eine LED grün. Und dann kann ich hier mit oben mit den zwei hier kann ich die Motorhaube öffnen. Das hat man eigentlich auch nicht alle Tage mit dann so einem Hersteller oder Konstrukteur extra Motor verbaut für die, ja, für die Motorhaube aufzumachen. Ich finde das klasse. Machen wir hier zu. Hier auf. Jetzt sieht alles reibungslos. Dann haben wir vorne die Lenkung. Aber ich werde das Modell ja gleich auch noch in Fahrt zeigen. Was ich euch jetzt zeige, ich lasse die Motorhaube jetzt auch auf. Und wie ihr auch schon wahrscheinlich im Bau gesehen habt, der Motor läuft, wird mitlaufen. Ich glaube, sieht man so die Kolben. Ja. Dann lasse ich die Wagen wieder laufen. Aua, da habe ich jetzt den Finger auf der Achse gehabt, das hat gerade ein bisschen weh getan. So. Dann laufen die Kolben quasi mit, man kann es sehen. Machen wir Motorhaube wieder zu und ich würde jetzt quasi ja, das Video einspielen, wo ich das Modell vorführe. So, das heißt die Standardeinstellung und ich drücke jetzt mal auf Mode, dann kann man das mit der Steuerung nochmal die Geschwindigkeit quasi ändern und zwar bei Plus, da kann man dann sagen, fährt dann ganz langsam oder sehr langsam, durch mehrmals drücken, erhöht sich dann die Geschwindigkeit und mit der mittleren Taste tut man dann quasi die, das beenden, so fährt er auch so, man braucht keine Taste gedrückt zu halten. Nur das Problem ist bei dem, die Lenkung funktioniert eigentlich dann fast gar nicht. Eigentlich nur, wenn dann das Fahrzeug fährt. Aber das ist dann für mich sehr schwierig. Also lasse ich das, da gehe ich auf normal und dann habe ich zwar immer Vollgas, auch mit dem Lenkeinschlag immer auf voll. Aber so kann ich ihn einigermaßen steuern. Kann sein, auch mit dem Mode, mit der anderen ja, Geschwindigkeitsart oder Regelart, dass gar nicht für das Fahrzeug jetzt vorgesehen ist. Ja, jetzt habt ihr den Wagen mal in Aktion gesehen. Ja, ihr habt auch gesehen, dass der Wagen ist auch relativ groß, ein großer Wendekreis. Und das ist ja für so einen Formel 1 Renner, die haben in Wirklichkeit ja auch so einen großen, relativ großen Wendekreis. Und dann ist das, finde ich, auch so in Ordnung. In den ersten Fahrgeschwindigkeit oder Modus, den ich hatte, also immer Vollgas und voller Lenkeinschlag rechts, links, fährt er eigentlich am besten. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Und in den anderen Modus, wo man dann die Geschwindigkeit langsam steigern kann und mit dem Lenkeinschlag, wo sich das erst nur langsam bewegt, das ist gar nicht für so einen Wagen eigentlich gedacht. Das ist eher wahrscheinlich der zweite Modus für Züge, wo man dann langsam die Geschwindigkeit dann regeln kann und dann da funktioniert das, glaube ich, auch besser. Ja, okay, da bin ich eigentlich mit dem Formel 1 Renner jetzt eigentlich auch soweit fertig. Wie ihr seht, hier hinten steht auch meine HMS Bounty. Da mache ich jetzt auch weiter. Ich habe zwar schon ein bisschen weiter gemacht, aber ja, ihr wisst ja auch oder habt ja auch gesehen, es war eine Zeit lang schönes Wetter. Diese Woche, wo das Video jetzt auch hochgeladen wird, ist es nicht so schön und ich gucke jetzt mich auch die Woche jetzt auch mal, mich mal wieder richtig dran setze, mich auch mal da weiterkomme.
womit ich das nächste Video von Lieferung 11 Teil 3 mich auch schon mal auch dann fertig kriege und ihr wollt das Video wahrscheinlich auch dann sehen. Ja, okay, wenn euch das ganze Video soweit gefallen hat, Daumen hoch, Abo sage ich natürlich nicht nein, freue ich mich sehr. Und ja, bleibt gesund. Bis auf weiteres, oder bis zu den nächsten Videos dann. Bis dann, ciao.